The Virtuoso sharpens the power of their mind into deadly psionic blades. Unlike traditional mesmer illusions, they wield these directly as magic projectiles. They deftly manipulate, deploy, and restore their summoned blades throughout a battle, staggering their enemies with conditions and control while inflicting very real cuts. If a virtuoso ever finds their stock of magic blades running low, they can always count on a solid forged dagger in their hand. Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Guild Wars 2 Guide. Und zwar geht's heute um die ersten Spezialisierungen, die wir testen dürfen. Vom Mesmer, vom Nekro und vom Wächter, also vom Nekromanten. Und wir dürfen das schon mal reinschnuppern, so ein bisschen ausprobieren. Und da wollte ich euch natürlich nicht außen vor lassen und wollte euch das ein bisschen zeigen. Ich habe selber den Mesmer schon so ein bisschen getestet, also der ist schon mega nice, deswegen fange ich mit meinem Favorite an. Ich weiß nicht, ob da noch andere Tests kommen werden, weil es gibt ja weitaus mehr Klassen als die drei. Ich weiß nicht, ob die da vielleicht bis Anfang nächstes Jahr vielleicht noch Tests machen werden, dass man das noch testen kann, die anderen Klassen. Ich weiß es nicht. Wir werden es ja sehen. Aber zumindest können wir uns die dreimal anschauen. Und zwar fangen wir mit dem Mesmer an. Die ist meine Favoritin jetzt im Moment so vom Ganzen her, auch so vom Style her, wie das so ist mit der Spezialisierung. Und zwar haben wir bei ihr die Spezialisierung Virtuosin. Da darf die Mesmerin dann mit einem Dolch kämpfen, was sie dann in der Haupthand hat. Und zwar hat sie dann den Dolch in der Haupthand und dann kann man jede beliebige Begleithandwaffe nutzen. Also man muss nicht unbedingt die Pistole nutzen, man kann auch was anderes nutzen. Ich lasse es jetzt so, wie es hier vorgegeben ist, weil ich denke, dass das vielleicht schon so die richtige Vorgabe ist, die am besten funktioniert. Warum sollten sonst schon die Waffen so angeordnet sein? Ich weiß es nicht. Glaubt ihr wirklich, ich schaffe euch nicht alleine? Und das Meta-Event läuft gerade auf der Karte. So, auf jeden Fall haben wir jetzt gerade Standardwerte auf der Rüstung, sprich Kraft, Präzision, Vitalität, Wildheit. Das ist jetzt gerade mal so random vorgegeben, genauso wie die Waffen sind auch so random vorgegeben und die Schmuckstücke auch. Von daher lassen wir erstmal das so, wie es ist. Erstmal zu den Fähigkeiten oder Fertigkeiten. Wir haben einmal drei neue Fertigkeiten wegen dem Dolch. Und dann haben wir hier noch von 6 bis 0 die Fertigkeiten, die wir dann neu dazu bekommen wegen der Spezialisierung. Das heißt, wir haben einmal fliegende Klingen. Schickt eurem Ziel eine Energieklinge entgegen. Wenn ihr dasselbe Ziel mehrmals trefft, wird ein Schauer von Klingen auf euer Ziel ausgelöst. Das hat dann Schaden und Schauerschaden. Ist auf jeden Fall mega nice. Ihr habt es geschafft. Dann haben wir Klingenruf. Werft einen Fächer aus Dolchen, die zu euch zurückkehren. Wenn dieser Angriff mindestens ein Ziel trifft, erhaltet ihr eine Klinge für den Vorrat. Dann habt ihr Schaden und geworfene Dolche sind 3 Stück. Dann haben wir instabiler Klingensturm, entfesselt einen langsamen telekinetischen Sturm von Dolchen, der Gegnern Schaden zufügt, die er durchdringt. Mit jedem Intervall feuert der Klingensturm Klingen auf Feinde in der Nähe. Schaden macht das dann, verursacht das dann. Und die anderen zwei Fertigkeiten sind dann von der Begleithand wegen der Pistole. Das kennen wir ja bereits, das ist halt nichts Neues. Dann haben wir die anderen neuen Fertigkeiten, 5 Stück. Das wäre einmal Doppelklingen, Wiederherstellung, Psionisch. Heilt euch und werft 2 Klingen auf euer Ziel. Wenn die erste Klinge trifft, verliert ihr Zustände. Wenn die zweite Klinge trifft, erhaltet ihr Aegis und einen weiteren zufälligen Segen. Also es ist quasi die Heilfertigkeit und machen auch gleichzeitig nochmal Schaden.
Dann haben wir Schwert der Dezimierung, psionisch. Lasst eine massive Klinge auf eine Stelle fallen und immobilisiert Gegner. Dieser Angriff verursacht erhöhten Schaden bei unter Kontrolle stehenden und angeschlagenen Gegnern. Das macht dann Schaden. Schadenserhöhung haben wir auch noch drin. Und immobilisieren. Dann haben wir Schwerterregen. Psionisch erzeugt einen Sturm aus Klingen, der einen großen Bereich angreift und Zielen Schaden und Verwundbarkeit zufügt. Haben wir Schaden, haben wir Verwundbarkeit drauf. Dann haben wir noch psionisch schleudert, also psychische Kraft, Entschuldigung. Psionisch schleudert Gegner in der Nähe mit einer psychischen Klinge zurück und erhaltet Segen. Das wäre dann auch Schaden, Wut, Macht können wir dann uns aneignen. Ich glaube, wir haben hier noch eine andere drin. Die hier. Die ist auch noch mit dabei. Die können wir jetzt aber nicht auswählen. Oder könnten wir auswählen. Die ist noch zusätzlich da, aber die hat gerade keinen Platz, weil wir ja nur 5 reinmachen können. Das wäre Klingenerneuerung, psionisch, kanalisiert, um Verzerrung zu erhalten und euren Vorrat bis zur maximalen Anzahl von Klingen aufzustocken. Finde ich auch nice. Und dann haben wir noch, was ist das? Haben wir drin, das haben wir drin, das haben wir nicht drin, das haben wir drin. Okay, dann sind die schon mal durch. Und die Elite-Fertigkeit haben wir dann auf jeden Fall 1000 Schnitte. Psionisch öffnet ein Portal, das Ziele in einer Reihe vor euch mit einem Klingenschauer vernichtet. Da haben wir dann Schaden. Und das sieht mega geil aus, ich sag's euch, Leute. Also diese Spezialisierung ist wirklich optisch wirklich richtig geil. Und was ich sehr, sehr nice finde, ist, wir haben ja bis jetzt, wenn wir Klone haben, haben wir bis jetzt immer nur 3 Klone haben können gleichzeitig. Jetzt sind es 5, die wir machen können. Das finde ich auch mega nice. Und hier oben haben wir dann noch die Klonfertigkeiten in Anführungsstrichen. Klingenlied, Harmonie. Klingenlied feuert alle Klingen, die ihr vorrätig habt, auf euer Ziel. Da haben wir dann Schaden, Schadenserhöhung, Schadenserhöhung bei Inaktivität und Verwundbarkeit verursacht das auch noch. Dann haben wir Klingenlied, Kummer. Feuert eine Salve von Klingen ab, die eurem Ziel Zustände zufügt. Schaden, Schadenserhöhung, Schadenserhöhung bei Inaktivität, Konfusion, Verwundbarkeit und Blindheit auf den Gegner. Klingenlied Dissonanz ist kombiniert all eure Klingen zu einer großen Klinge, die basierend auf der Anzahl der verbrauchten Klingenziele benommen macht. Schaden, Verwundbarkeit, nochmal Verwundbarkeit und Benommenheit pro Klinge. Der Klingendreher Requiem blockt Angriffe und sendet eure Klingen aus, die um euch wirbeln und Gegner in der Nähe treffen. Die Dauer des Klingenwirbels wächst mit der Anzahl verbrauchter Klingen. Schaden 236, also wir haben Schaden, wir haben Verwundbarkeit drauf. Das sind jetzt die Grundvoraussetzungen, die man hat, wenn man das so hat, wie wir das jetzt haben. Wir haben aber auch noch die Möglichkeit, nicht nur so zu testen, wie es jetzt gerade von den Klamotten her uns so vorgegeben ist, sondern wir haben auch die Möglichkeit, uns selber noch was zu testen, und zwar, also eingeschränkt zu testen, weil wir hier Beutekisten haben, die jeweils einen Satz Rüstung, einen Satz Waffen und einmal Schmuck beinhaltet. Ich mach mal eine auf. Oh, prächtig. Und diese sind ohne Grundwerte. Da sind zwar schon Runen drauf und auf den Waffen sind auch schon Sigille drauf. Also das ist wirklich dann dieser eingeschränkte Part, ne, dass man das nicht so komplett bis aufs Kleinste in die Haarspitzen einstellen kann und ausrüsten kann. Aber man kann halt zumindest die Grundwerte bestimmen und so ein bisschen zumindest in die Richtung testen. Man soll jetzt auch nicht schon am besten rausfinden, wie man es macht dann später, sondern einfach nur mal testen, wie komme ich damit klar oder wie ist sie überhaupt. Ne? Und falls ihr euch wundert, ich stehe gerade in der Niesewaldküste, denn ich habe keine Gildenhalle, wo ich einen Bot stehen habe, woran ich dann trainieren kann oder euch das dann demonstrieren kann. Nein, ich muss dafür in die Karte, also auf die Karte ganz normal.
Mal davon abgesehen, kann man sowieso nicht in die Gildenhalle, weil man hier oben schon eingeschränkt ist. Also vom Testbildschirm, von der Beta quasi, steht ja auch hier oben. Und das Ding ist auch, ich finde immer praktischer, das auf einer Karte zu testen, weil man da Gegner hat, die wehren sich. Dann kann man einmal testen, wie robust ist mein Charakter. Man kann testen, wie viel teile ich aus. Von daher finde ich einen Kartentest einfach immer besser, als wenn man so einen Botter stehen hat, der sich nicht wehrt. Naja, man kann da zwar die Werte sehen, aber ich finde es halt trotzdem irgendwie praktischer. So, ne? Und deswegen suche ich mir halt so die nächste aktuellste Karte aus, weil da halt einfach die starken Gegner stehen, wo man es gut dran testen kann. Wenn man jetzt eine Lasche-Karte nimmt oder eine Anfängerkarte, ist es halt einfach uninteressant, weil es halt keine guten Gegner sind, keine starken Gegner sind. Von daher würde ich euch ans Herz legen, wenn ihr das gleiche habt wie ich, keine Gildenhalle oder wie auch immer, dann geht auf eine aktuelle Karte und testet das dann dort. Ja, ich werde jetzt auch wahrscheinlich nicht so profimäßig spielen, weil ich halt auch mich da reinfuchsen muss, was ich vor welcher Fertigkeit nehme. Aber es ist ja auch, wie gesagt, nur ein Test und man kann es ja eh nicht so genau testen. Also es ist nur, um zu sehen, wie gut komme ich damit klar, wie gut ist diese Spezialisierung auf dem Charakter. Aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass ich die später wahrscheinlich machen werde mit meiner Zweitmesmerin. Ich habe ja noch eine vom Volk Mensch. Die, mit der komme ich ja so jetzt im Moment nicht so gut zurecht. Vielleicht wendet sich das Blatt dadurch ein bisschen. Und ich würde sagen, wir gehen dann einfach mal los. Und dann zeige ich euch, was dieses Geile an der Spezialisierung ist. Jetzt muss ich mir eben gucken. Hier haben wir Verwundbarkeit. Klingensturm. Ich fühle mich gut. Kein Entrinnen. Ja. Ich finde, das sieht schon mega geil aus. Ich fühle mich gut. Klingensturm! Bleibt und kämpft! So, und das mega coole daran finde ich einfach, ihr werdet es jetzt schon sehen, guckt euch diese Klone an. Man hat jetzt keine Klone mehr, so Abbilder von sich da stehen, wie es jetzt der Fall ist. Sondern man hat einfach so Dolche über sich. 5 Stück. Ich finde das mega geil. Auch, dass sie so animiert sind und so. Das ist das, was ich optisch halt einfach so feier. Und auch so die Effekte, wenn man die Fertigkeiten benutzt. Da bin ich ja echt so geflasht von gewesen. Das haben wir ja schon im Stream gesehen. Das haben die ja da schon vorgestellt. Da habe ich zwar nicht viel verstanden, weil es halt Englisch ist und ich bin nicht so der Englischprofi, aber ich fand es schon mega geil optisch. Und jetzt können wir es selber mal testen. Also ich finde das so geil. Allein schon optisch ist das schon so ein richtiger Augenschmaus. Und das Geile ist auch, die Klone bleiben einfach bei dir über den Kopf. Man hat da keinen, dass wenn der Gegner tot ist, dann verschwinden die, sondern die bleiben einfach da. Und das finde ich halt einfach mega gut. Das ist sonst immer so ein Problem. Ja, und ich würde sagen, wir testen das jetzt einfach mal durch. Also das war jetzt so der Grundtest mit der Grundausrüstung. Also die uns da vorgegeben wird, wenn wir den Charakter erstellen. Ich werde jetzt mal eben gucken, dass ich mich umgezogen bekomme. Da haben wir schon die Rüstung drin. Das geht da mal eben zack, zack. Achso, falls ihr das selber auch habt, das Game, und wollt das gerne testen, das war nur, ich glaube, diese Woche, irgendwann, Mitte der Woche oder so, ich weiß gar nicht das Anfangsdatum, auf jeden Fall geht es dann nur noch bis
22. August. Also ich nehme es heute auf. Heute ist der... Also wir haben nachts 22. August. 4.12 Uhr, um genau zu sein. Und am 22. Um 7 Uhr, also quasi in nicht mal 3 Stunden, ist der Test schon wieder vorbei. Die Beta für zum Testen der Spezialisierung. Also von daher ist es dann wahrscheinlich für euch das Zeitfenster dann schon rum. Aber da solltet ihr nicht böse drum sein. So könnt ihr es dann auch wenigstens mal gesehen haben. So. Siegel der Heftigkeit. Ja, ja, ja. Das lassen wir mal so, wie es ist. Oder tauschen wir das auch um? Wir können es ja mal umtauschen. Ich finde zwar die Kombi mit Kraft, Präzision, Vitalität und Wildheit gar nicht mal so verkehrt. Wir werden mal durchprobieren. Ich lasse es jetzt erstmal so. Ich will es nämlich auch mal mit der ganz normalen Rüstung probieren, wie man es eigentlich für Mesmer, also wie ich es für Mesmer immer hatte. Ja, Kraft, Vitalität, Zustandsschaden. Und dann will ich nämlich mal gucken, dann können wir die ganz gut gebrauchen, weil hier haben wir jetzt keinen Zustandsschaden drin. Erstmal werde ich Berserker testen. Lass wir den auf Berserker oder nehme ich dann doch lieber meuchelnd? Ich guck mal eben. Präzision. Und Präzision ist das höchste. Ich habe eben Bescheid von der anderen Seite des Flusses. Ne, dann machen wir Berserker mal. Die machen sich bereit für einen Angriff aufs Gebiet der Oberherrschaft. Dann sollten wir uns so bald wie möglich mal zu ihnen gesellen. Fürsten, können wir jetzt die Werte uns auswählen? Also die Grundwerte können wir auswählen. Aber wir können sonst keine Runen. Vielleicht kann man Runen einsetzen. Ich probiere es jetzt nicht aus, weil das dauert mir einfach viel zu lange, das jetzt alles darauf zu münzen. Aber wir können es ja auch so ein bisschen so testen. Also man sieht ja, wo es dann vielleicht besser funktioniert, wo die Gegner schneller tot sind. Genau. So. Dann haben wir das. Dann kommen wir auch wieder auf ins Gefecht. Und das machen wir dann noch mit 2 anderen Rüstungen. Testen wir nochmal die Werte durch. Das gleiche mache ich mit dem Nekro nochmal und mit dem Wächter auch. Also, wir haben den. Wir haben den. Um Verwundbarkeit und so drauf zu ballern. Dann machen wir den. Und den. Und dann können wir noch einen Klon herstellen. Und da können wir auch nochmal. Also wie gesagt, ich spiele es jetzt vielleicht nicht perfekt. Aber ich stehe hier aus. Das ist völlig okay. Ey, ist da noch kein Meister von mir mehr gefallen. Ich finde die Animation so mega geil. Ich habe mich so richtig drin verliebt in die Spezialisierung. Guckt euch das an. Das ist mega gut. Wäre froh, wenn jetzt noch mal einer runterkäme. Dass wir noch ein paar haben. Hier stand doch auch vorher mal ein Kollege. Der steht auch nicht mehr da. Ja, toll. Toll. Achtung, Kommandeur. Speer haben einen feindlichen Tribun in eurer Nähe gesichtet. Kümmert euch um die Sache. Das ist natürlich jetzt toll, dass jetzt die Tribune dran ist, dass das Nordmeta-Event jetzt gerade läuft. Ich brauche nämlich noch Otter-Erinnerung. Das ist jetzt ein bisschen unpraktisch. Jetzt spawnt ja keiner mehr, oder wie sieht das aus? Jetzt spawnt hier keiner mehr. Ich will einen kurzen Augenblick warten. Also ich finde das mit den Dolchen noch mega cool. Wenn man jetzt dann noch eine coole Rüstung anhat. Ich meine, habe mir extra ein Kleidungsset angezogen, weil ich finde diese Rüstung halt einfach so hässlich, die anhat. Man ist ja auch quasi auf Stufe 80. Also das ist alles schon vorgegeben. Da kommen welche.
Dann machen wir mal. Spürt die Wut. Information. Oh, mega geil. Mega geil. Man kann da echt gut eigentlich mit haushalten, dass man Berserker ist, eigentlich. Mach weil schlafen. Man ja auch Fernkampf machen kann mit dem Dolch. Das hat man auch nicht oft eigentlich. Klingenregen. Und du noch. Jetzt hast du nie ausgetrickst, mein Freund. So. So viel zu dem Rüstungsset. Also Berserker geht auch. Man muss nicht unbedingt auf Lebenspunkte gehen, also auf Vitalität oder so. Und gut, ich ziehe mich dann nochmal um. Mach die nächsten neuen Werte drauf. Und dann schauen wir uns das mal an. Dann bin ich gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Hab jetzt auf der Rüstung und auf den Waffen finstere Werte, also Kraft, Präzision, Zustandsschaden. Ich glaube, die faulenden Werte, also Kraft, Vitalität, Zustandsschaden, lasse ich mal weg, weil die sind mir jetzt nicht so wichtig. Vor allen Dingen, wenn wir Vitalität haben, haben wir weniger Schaden, den wir austeilen. Ob Crit oder normalen Schaden ist dahingestellt, aber so können wir das noch besser testen. Und mehr. Klingenregen. Macht sie nieder. Ich fühle mich gut. So haben wir jetzt im Prinzip recht mich. Schaden. Und wir haben Zustandsschaden, was gerade für die Verwundbarkeit und so gar nicht mal so verkehrt ist. Ich nehme hier aus. Ach, scheiße. Ich fühle mich gut. Noch gerade so. Zeit, echten Schaden anzurichten. Ja, ist auch nicht schlecht. Könnte auch besser sein. Jetzt können wir noch mal eben hier auf den Johnny hier warten, der hier irgendwie runterkommt. Da haben wir nämlich hier 1979 Schaden, also Angriff. Muss man halt so ein bisschen mit gucken. Ich werde wahrscheinlich, wenn man das dann richtig spielen kann, werde ich wahrscheinlich auch hingehen und werde mir ein paar Rüstungen einpacken und werde dann testen, welche am besten ist, weil da kann man ja wirklich bis ins kleinste Detail die dann ausarbeiten mit den Sigillen und mit den Runen. Das ist ja jetzt hier nicht möglich, aber es soll ja auch nur ein Test sein, von daher soll man ja auch nicht da, ne? Da Gott weiß, wie für brauchen. Und Schlag! Klingensturm! Sehr geil. Fühl mich gut. Du solltest vielleicht dich um den hier kümmern, weil der ist nämlich so ein bisschen nah dran. Und mehr.
Das ist schon nicht schlecht. Als ein Centaur. Aber ich fand, gerade hatten wir das irgendwie ein bisschen schneller drauf. Da war es noch ein bisschen besser gefühlt. Muss jetzt nichts heißen, weil ich bin jetzt auch nicht so der Profi, aber mir ging es irgendwie mit der vorgegebenen Standardvariante, bevor wir uns umgezogen haben, besser. Ja, also ich finde, das andere war besser. Gut, dann werde ich mich jetzt nochmal eben umziehen. Und dann testen wir die nächsten Werte. Dann sage ich mal bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt hier auf der Rüstung die trauernden Werte drauf gemacht. Kraft, Präzision, Wildheit und Zustandsschaden, wo Kraft und Zustandsschaden dann am höchsten sind. Und dann schauen wir mal, wie das ist. Aber ich denke, dass das erste schon mit am besten war. Warum auch immer. Das ist dann jetzt der letzte Run mit den Werten und dann gucken wir mal. Spürt die Wut. Scharfe Klingen, scharfer Verstand. Ich fühle mich gut. Hackt sie in zwei. Zerschlitzt alles. Macht zwar Schaden, aber jetzt auch nicht so die Welle. Klingensturm. Kein Entrinnen. Lauft. So. Ja, also ich fand, das erste ging irgendwie auch besser von der Hand, meine ich. Ich weiß nicht, aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Aber ich glaube ja, dass das Bessere war. Naja, so habt ihr mal gesehen, wie das so aussieht, auch von der Optik her, dass das mega cool ist mit den Dolchen hier über den Kopf. Und das ist so mein Favorit schon mal auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt von den anderen Klassen. Ich bin gespannt. Erstmal schauen wir uns jetzt noch den Necro an und danach den Wächter und dann sind wir erstmal für diese Beta-Version zum Testen da mal durch. Aber ich habe mich mega gefreut, dass es auf einmal so geht, dass man das testen darf. Dann sage ich auf jeden Fall mal bis gleich beim Necro. Some necromancers have always been separated from corruption by a thin edge, absorbing life energy to fuel their magic. But a harbinger's methods are even more volatile. These skilled alchemists have developed elixirs to inflict blight on themselves, converting their own pain into power. In Harbinger Shroud, they gain devastating abilities while suffering from blight. A harbinger makes no clean kills, wielding a pistol to devastate their enemies with noxious, corrosive bullets. So, wir schauen uns jetzt einmal den Nekromanten an mit seiner Spezialisierung, die er dann final in Guild Wars 2 End of Dragons hat. Da dürfen wir ja reinschnuppern, genauso wie bei Mesmer und beim Wächter. Wir schauen uns jetzt erstmal die Rüstung an, beziehungsweise die Möglichkeiten, die wir haben. Also wir haben einmal das Neue an der Spezialisierung, die da übrigens heißt Vorbotin. Dadurch kann der Nekromant eine Pistole in der Haupthand führen und in der Nebenhand dann, was ihr möchtet, ob ein Dolch oder wie jetzt hier ein Dolch. Oder ob ihr einen Fokus haben wollt oder so. Das müsst ihr euch dann aussuchen.
Wie ihr möchtet oder ein Kriegshorn oder so. Das geht ja alles. Das könnt ihr hier dann auch sehen. Das wäre dann das. Oder ihr nehmt halt, keine Ahnung, eine Fackel. Oder was weiß ich. Also ich nehme es jetzt erstmal so, wie es jetzt hier vorgegeben ist. Und wir haben dann jetzt im Moment die Werte, die Fertigkeiten haben wir im Moment: scheußlicher Schuss, feuert eine Kugel, die zwischen Gegnern in der Nähe hin und her springt, macht Schaden und Pein. Weinende Schüsse durchbohrt eure Feinde mit einer Reihe ätzender Kugeln, die ihnen Pein und Verwundbarkeit zufügen. Für das erste Ziel, das eine Kugel jeweils trifft, erhaltet ihr Lebenskraft. Da haben wir den Lebensabzapfer wieder drin. Das macht dann Schaden, Verwundbarkeit und Pein. Die Werte können variieren, je nachdem, wie eure Werte auf der Rüstung und so weiter sind. Ne, das ist ja so geblieben. Dann haben wir boshafte Entladung. Feuert einen Wurfpfeil, der beim Auftreffen zerspringt und eine schädliche Flüssigkeit freisetzt. Die Gegner in der Umgebung betäubt, schwächt und vergiftet. Erhaltet Lebenskraft für jedes getroffene Ziel. Also da haben wir auch wieder Schaden, Vergiften, Schwäche. Und Lebenskraftgewinn pro Ziel 4%. Kann auch abweichen. Die beiden anderen Fertigkeiten hier sind dann die vom Dolch, die wir schon bereits kennen. Der tödliche Schwarm und das schwächende Blut. Dann haben wir noch für die Pistole bzw. für die Vorbotin Spezialisierung haben wir dann noch die Fertigkeiten, die wir selber bestimmen können. Da wäre einmal Elixier des Versprechens. Erhaltet Lebenspunkte, Elan und Lebenskraft. Fügt euch selbst Verschandelung zu. Und das ist ein Ding, da weiß ich nicht, wie ich dazu stehen soll. Weil ich bin generell so, mein Nekro ist nicht auf Schaden geskillt. Also es gibt ja jetzt auch die Möglichkeit, dass man sich selber quasi Schaden zufügt. Aber ich halte da nicht so viel von. Es mag vielleicht Spieler geben, die damit arbeiten, vielleicht auch damit zurechtkommen. Also mein Ding ist es nicht. Aber ich werde es halt einfach mal ausprobieren, wie es dann jetzt hier aussieht. Vielleicht komme ich ja doch noch auf den Geschmack, man weiß es nicht. Dann haben wir noch Elixier des Risikos, gewinnt Macht und Wut, fügt euch selbst Verschandelung zu, wieder mal. Also es sind alles Verschandelungselixiere. Elixier der Ungewissheit, gewinnt Widerstand und hebt Betäubung auf, fügt euch selbst Verschandelung zu. Dann haben wir Elixier der Seligkeit, gewinnt Entschlossenheit und verwandelt eure Zustände in Lebenskraft, fügt euch selbst Verschandelung zu. Dann haben wir noch Elixier des Ehrgeizes. Als wie nennt man das nochmal? Als Elitefertigkeit. So, ich kam jetzt gerade auf das Wort nicht. Als Elitefertigkeit. Erhaltet alle Segen, fügt euch selbst erhebliche Verschandelung zu. Also, wie gesagt, ich werde es ausprobieren, weil ich will euch ja zeigen, wie der Nekro jetzt so zu testen ist mit der Spezialisierung, die für End of Dragons geplant ist. Und dann werde ich ja sehen, wie ich damit zurechtkomme. Wenn nicht, kann man den ja immer noch mischen, dass man sagt, man nimmt alte Fertigkeiten. Es ist ja nicht so, dass ihr die nehmen müsst, die vorgegeben sind, sondern ihr habt ja hier auch noch alle anderen Fertigkeiten. Und wie gesagt, es ist auch da so, genauso wie es jetzt auch schon ist, je nachdem welches Volk ihr habt, habt ihr Fertigkeiten, die andere nicht haben. Also wenn ihr jetzt Nekro als Mensch macht, hat ihr zum Beispiel diese drei Fertigkeiten nicht. Wenn ihr den Asura habt, habt ihr die. Wenn ihr einen Char habt, habt ihr wieder andere. Also ihr habt pro Volk, habt ihr hier immer andere Fertigkeiten. Habe ich auch schon festgestellt. Nicht jetzt erst, aber das ist mir erst gar nicht so aufgefallen. Aber irgendwann ist es mir dann aufgefallen, dass es, je nachdem welches Volk ihr habt, das vielleicht einfacher sein kann, diese Klasse zu spielen, als von einem anderen Volk dieselbe Klasse. Ne? Da können wir das dann testen und wir haben dann hier der Vorbotenschleier. Tretet ein in den Vorbotenschleier, der euch mächtige Angriffsfertigkeiten gewährt, aber euch für Angriffe verwundbar macht. Während ihr im Vorbotenschleier verbleibt, sammelt ihr mit der Zeit Verschandelungen an. Also haben wir da auch wieder dieses Selbst
Schaden zu fügen. Weiß ich nicht, ob ich das so gut finden soll, ehrlich gesagt. Wir haben jetzt hier auch die Möglichkeit, von der Rüstung her zu arbeiten, denn wir haben jetzt hier eine vorgegebene Rüstung, die ist mit Kraft, Vitalität und Zustandsschaden ausgestattet und eine Rune der Untoten, das ist halt jetzt random, ne? Es ist halt einfach mal so zum Testen, da muss man jetzt nicht so perfekt ausgestattet sein. Auch die Sigillen, die sind nicht alle so top, wie ich sie normalerweise habe, also da muss man dann halt mal gucken. Auch die Schmuckstücke sind auch anders als normalerweise. Im Prinzip hätte ich jetzt auch hier zwar das Juwel drin oder die ganzen Schmuckstücke so drin, aber trotzdem ist es halt was anderes, ob man seinen Charakter auf sich einstimmen kann. Man könnte es natürlich machen, aber das nur zum Testen, das ist es völlig egal. Was ihr aber machen könnt, ist, ihr habt hier die Möglichkeit, Truhen aufzumachen, also Beutekisten mit Vorschaurüstung. Wenn ihr jetzt eine aufmacht, statistisch gesehen ist das sehr selten. Habt ihr eine Rüstung dabei, eine komplette und Schmuckstücke, die ihr anpassen könnt, wie ihr wollt. Also die Rüstung könnt ihr die Werte auswählen, wie ihr sie haben möchtet. Bei den Waffen könnt ihr auch variieren. Ihr könnt sogar ausprobieren, mit welcher Begleithand das vielleicht besser funktioniert mit der neuen Spezialisierung, mit der Pistole, was am besten harmoniert. Also das könnte man alles, wenn man wirklich Zeit und Lust und alles wirklich bis aufs kleinste Detail ausprobieren möchte, zumindest mit verschiedenen Rüstungswerten und so, dann kann man das natürlich machen. Dort sind natürlich aber auch wieder andere Runen drauf, wie man das vielleicht gerne hätte, wenn man das jetzt richtig spielen würde. Und hier habt ihr halt einfach nur so Verbrauchsgüter, also sprich Nahrung und so. Ne? Also so Food, das ihr benutzen könnt, um euch noch ein bisschen zu pushen. Ja, und mehr ist es eigentlich gar nicht. Ich werde wahrscheinlich mal ausprobieren. Wir haben hier auf jeden Fall ein paar Zustände, die wir verteilen. Also ist vielleicht Kraft, Vitalität, Zustandsschaden vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ich werde das aber vielleicht gleich nochmal mit einem anderen Rüstungswert und so ausprobieren. Muss ich mal schauen. Aber ich werde es erstmal so nüchtern ausprobieren, wie ich es jetzt habe. Also wie es jetzt vorgegeben ist. Und zwar bin ich dafür in die Nieselwaldküste gegangen. Ihr habt nämlich alle Wegmarken frei. Und ich habe leider keine Gildenhalle. Und man kann auch gar nicht in die Gildenhalle, weil man hat hier oben gar nicht die Möglichkeit, dahin zu gehen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, wie ich es auch normalerweise im Normalspiel mache. Ich gehe auf eine Karte, die aktueller ist. Dort sind halt starke Gegner und probiere mich halt an denen einfach aus. Und dann kann ich meinen Charakter testen. Da ich keine Gildenhalle habe, wo ich einen Bot stehen habe, dem ich eins überbraten kann, der sich nicht wehrt. Und so habe ich wenigstens die Möglichkeit, auf einen Gegner zu gehen, der sich auch wehrt, um zu gucken, wie robust ist mein Charakter und wie teile ich aus. Ne? Jetzt werde ich das vielleicht nicht so perfekt spielen für den einen oder anderen, der vielleicht ein bisschen profimäßiger unterwegs ist, weil ich müsste mir jetzt einprägen, was für was ist, und das muss man dann halt erstmal sehen. Aber wir werden mal einfach testen, drauf lostesten, und da kann man eigentlich nicht sofort eine richtige, ja, alles richtig machen. Ich suche mir jetzt erstmal einen Gegner aus. Wir laufen ja genug rum am Anfang von der Nieselwaldküste. Und dann gucken wir einfach mal links oder rechts. Da laufen bestimmt welche rum. Hier hinten sind immer welche. Da guck mal an. Hier sind welche. Oh, das macht ihr schon ganz gut. Hier Macht und Wut, das nehmen wir mal. Da ist die Kraft. Dann haben wir hier. Ich werde schneller. Alter, du sollst mir da jetzt nicht helfen. Das ist ja jetzt dumm. Gut, dann machen wir das jetzt anders. Dann gucken wir mal mit den Schleierfertigkeiten.
Alter, jetzt kriege ich einen rübergebraten. Das kann natürlich auch mal passieren. Aber es ist mega gut, ne? Nur mit dieser Verschandelung weiß ich nicht so ganz genau, was ich davon halten soll. Ne? Also, wir haben hier die Möglichkeit, uns ein bisschen zu pushen. Und die Segen... Ja. Okay. Das wäre das. Wenn wir jetzt auf den Stab wechseln, der auch drin ist, ist es so wie sonst auch. Das haben wir jetzt ja auch. Deswegen machen wir das mal so weiter. Lass noch mal einen Gegner kommen, bitte. Kommt immer irgendwann wieder einer. Oben ist schon einer gespawnt. Der kommt gleich runter, glaube ich. Doch nicht. Ich gehe mal ein Stück zur Seite. Dann testen wir das einfach noch mal durch. Und dann teste ich das gleich mal mit anderen Rüstungswerten durch. Weil ich möchte mal gerne wissen, wie der Unterschied so ist. Da ist doch wieder einer. Machen wir mal den hier und dann gehen wir mal drauf. Mega. Mega. Und auch so, das, guck mal, wir qualmen schon. Jetzt machen wir nochmal die Schleierfertigkeiten. Nein. Alter. Alter. Das haut rein. Da ist immer schön Kraft. Pushen. Ich werde schneller. Mit der Verschandlung ist doch nicht so schlimm, wie ich gedacht habe, aber es ist trotzdem voll schwierig, weil man immer die Lebensleiste im Auge behalten muss. Aber es ist mega geil eigentlich. Also ich finde, dafür, dass wir jetzt so das so genommen haben, wie es ist und nicht großartig aufwerten konnten, wie es im Normalfall wäre, wenn man jetzt das normale Spiel hätte. Wir werden jetzt mal Folgendes machen. Wir gehen jetzt mal hin und machen die Rüstung mal auf. Ich guck mal eben, was wir denn da haben. So, dann nehmen wir erstmal ziehen wir uns um. Na. So. Pistole. Also ich finde das schon mega gut. Jetzt könnte man natürlich auch noch die Begleithand austauschen, dass man sagt, man ja, tauscht die aus, aber ich glaube, dass es eigentlich schon vom Ding her schon richtig ausgestellt ist. Dass man da auf jeden Fall schon die richtige Kombination vielleicht schon vorgegeben hat. Den Stab brauchen wir nicht umändern. Dann haben wir jetzt hier noch die Sachen. Das ist dasselbe. Das lassen wir mal so. Weil ich finde, schon Zustand muss sein. Und ich gucke jetzt mal, ob wir da die Werte auch aussuchen können, die ich mir so vorgestellt habe. Faulende. Berserker bringt hier meiner Meinung nach nichts, aber das muss man dann halt sehen. Vitalität ist natürlich praktisch, weil man jetzt ja auch durch dieses Verschandeln unheimlich schnell auch Lebenspunkte verliert. Ich schau mal eben. Marodierende. Auch nicht richtig. Nee. Auch nicht. Tollwütige. Die Trauernde könnte es noch sein, aber da haben wir halt keine Vitalität. Keine Vitalität haben wir da.
Wir haben hier nirgendwo Vitalität sonst drauf. Vielleicht haben wir dann in der Erweiterung auch neue... neue Sachen. Also man könnte es natürlich jetzt auch mit Kraftpräzision und Zustandsschaden ausprobieren, aber ich würde den Zustandsschaden schon ein bisschen höher nehmen, dass der auf jeden Fall mit der höchste Wert ist. Hier haben wir auf jeden Fall das. Und das weiß ich noch nicht so ganz. Wir probieren es einfach mal durch. Also wir haben ja drei Rüstungen, können wir ja. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal die Trauernde. Ich probiere das einfach jetzt mal durch. Und dann haben wir auch mal ein bisschen was durchprobiert. Wenn, dann wollen wir den Test ja auch richtig machen, ne? Das heißt richtig machen. Richtig machen kann man den jetzt auch nicht, so wie es normalerweise wäre. Ich würde jetzt normalerweise verschiedene Rüstungen einpacken mit meinem Charakter, wenn ich mir jetzt meinen Charakter richtig einstellen will und würde losziehen und würde halt gucken, dass ich das Beste mir rauspicke und immer wieder testen an den Leuten. So. Die Waffen müssen wir auch auf Trauernd ändern. Ist natürlich jetzt ein bisschen tricky. So. Ich werde mal eben schnell ein Kleidungsset anziehen, weil ich finde das schon ein bisschen blöd. Jetzt hat er natürlich das rausgenommen. So. Gut, dann probieren wir es nochmal aus. Schauen wir mal, wie es jetzt ist. Ob wir dann noch schneller die fertig haben oder ob wir jetzt gleich krepieren, weil wir haben ja ein bisschen Einbußen von den Lebenspunkten her. So, den aktivieren wir, den aktivieren wir. Da ist die Kraft. Ah, sieht ganz gut aus. Jetzt kommt mir hier einer ein bisschen zu nah. Dann machen wir das jetzt so. Was? Zu allem bereit. Ja, und das meine ich nämlich. Dem Verheerenden ist natürlich ein bisschen schwierig. Und wenn so viele auf einmal sind, ist auch schwierig. Dürfen wir vielleicht nur kurz machen. Aber man macht schon so 3.500 an Schaden, nur mit der einer Fertigkeit oder zweier Fertigkeit. Das ist schon gar nicht mal so schlecht. Aber man sieht, Vitalität ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, wenn man sich selber verschandelt und Lebenspunkteinbußen hat. Ich meine, man kriegt ja auch Lebenspunkte wieder, die man dem Gegner abzieht, aber naja.
Ich weiß nicht, ich komme da irgendwie nicht so mit zurecht. So, ich werde mal eben den Charakter umziehen und dann machen wir nochmal den nächsten Test. Ich sag bis gleich. So, jetzt bin ich umgezogen. Ich habe jetzt vipernhafte Werte drauf mit Zustandsschaden und Fachkenntnis. Ich schau mal, wir hatten nämlich gerade, hatten wir ja die Rüstung auf Kraft, Präzision, Wildheit und Zustandsschaden. Das war so ein bisschen Schaden, kritischen Schaden und ja, Zustandsschaden hatten. Jetzt haben wir die vipernhaften Werte. Die vipernhaften Werte haben jetzt dann Kraft, Präzision anstatt Wildheit, dann Fachkenntnis und Zustandsschaden ist so mit Kraft am höchsten. Ich bin mal gespannt. Kommen wir mal. Helft mir hier drüben! Ja, ja, ich bin ja schon da. Genau, die soll sich mal verzischen. Wir warten jetzt mal eben wieder auf einen Gegner. Ich hoffe nicht, dass ich wieder so einen ganzen Pulk an... Locke. So, den. Da ist die Kraft. Ja, toll. Junge. Ganz toll. Ich trainiere gerade hier, aber egal. Der ist auf jeden Fall gut hier. Das ist auf jeden Fall... Oh, oh, oh. Da muss man nämlich echt aufpassen. Wut auf Maximum. Da haben wir das gleiche Problem wie gerade. Die Verschandelung summiert sich halt. Das ist halt das Ding. Meine Abwehr ist geschickt. Also das ist dann nicht so gut. Ich brauche Unterstützung. Zu allem bereit. Das ist dann nicht so gut. Ich brauche mal ein bisschen Hilfe, Jungs. Tötet sie alle. Kräftigend! Also so ist es ja eigentlich ganz gut, aber ich komme halt mit dieser Verschandelung einfach nicht klar, dass wir Lebenseinbußen haben. Da kommt der ein oder andere vielleicht besser mit euch von euch klar, aber... Mein Ding ist es jetzt nicht so, aber so zum Testen ist es ja ganz okay. So, dann haben wir dieses getestet mit den vipernhaften Werten. Fand ich jetzt schon nicht schlecht. Aber mir hat ganz ehrlich gesagt, so von der Sicherheit her, kam ich am besten klar vom Überleben her mit dieser Standardwerte, die schon drauf waren. Gut, wir haben noch eine Rüstung zu testen. Dann ziehe ich mich mal eben wieder schnell um und dann bin ich gleich wieder da. So, da bin ich wieder umgezogen. Ich habe jetzt hier die wütenden Werte drauf, Kraft, Präzision und Zustandsschaden. Da ist Zustandsschaden zwar nicht der höchste Wert, aber ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal aus. Und dann können wir nochmal auf ins Gefecht. Dann ist das die letzte Rüstung, die wir testen können. Und ich glaube, dann brauche ich auch nichts mehr testen, weil ich weiß nicht, ich fand die erste noch mit am besten. Oh, man darf auch nicht vergessen... Wir können es ja nicht optimieren. Also ich würde normalerweise nicht bei beiden das gleiche Siegel drauf haben bei den Waffen. Ich würde bei beiden was Verschiedenes drauf haben. Man kann es ja dann noch optimieren im Normalfall. Das geht ja jetzt hier nicht. Hey.
der Verschandelung ein bisschen aufpassen. Oh. Daneben. Komm zu mir! Also ganz ehrlich gesagt, würde ich eher die erste nehmen, die wir hatten. Oder die zweite, die wir hatten. Die hatte gute Werte, die hat, die waren top, weil die schon 3.500 gemacht haben. Das ist jetzt hier eher weniger so, aber... Ja, auch ungefähr mit der Zweierfertigkeit. Ja, kann man machen. Muss man halt mit arbeiten. Wir haben jetzt hier Lebenspunkte von 20.000, also 23.000. Ne, 29.762. Wir hatten mit der ersten Rüstung hatten wir 33.000 Lebenspunkte. Ich finde, wenn man sich verschandelt und sich Schmerz oder wie auch immer Lebenseinbußen zufügt, selber um Schaden rauszuhauen, dann sollte man auf Vitalität setzen. Und ich finde sowieso, bei Zustandsschaden habe ich bis jetzt immer diese Standardrüstung Kraft, Vitalität, Zustandsschaden, immer diese normale, popelige Rüstung. Ich finde es zwar auch manchmal, wo man denkt, so, reicht das, aber ganz ehrlich, da geht man auf Nummer sicher. Man hat Vitalität, man hat Leben, das ist manchmal vielleicht gar nicht so verkehrt. Gut, dann haben wir den Necro getestet und ich bin mal gespannt, ob sie nochmal einen Test machen. Ob sie vielleicht andere Tests noch machen von den anderen Charakteren. Da kommen ja auch noch andere für die anderen Klassen auch noch wahrscheinlich Spezialisierung. Vielleicht kommt da nochmal was. Aber dann haben wir den schon mal und dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit dem Wächter zum guten Schluss. Willbenders protect the Canthan throne with unflinching loyalty. They have no time to play at war. If a threat emerges, they'll strike it down before it has time to react. They take the fight to their targets, using rapid movement skills to navigate the battlefield. A Willbender's blade work is unmatched, and wielding a sword in their offhand gives them extra opportunities for ruthless cuts. So, last but not least sind wir nun bei der Wächterin angekommen. Die letzte, die wir im Moment in der Beta-Version testen können, was die Spezialisierung angeht. Und zwar hat die Wächterin die Spezialisierung Willensverdreherin. Und ich lasse das jetzt alles mal so, wie es jetzt hier vorgegeben ist. Dadurch kann sie ein Schwert in der Hand halten, in der Begleithand. Das sieht man jetzt dann auch hier. Genau, sie hat dann jetzt hier ein Schwert in der Begleithand und ein Schwert in der Haupthand. Großschwert hat sie auch ausgerüstet, brauchen wir aber nicht. Und die Fertigkeiten sind dann wie folgt. Ich glaube, das haben wir... Genau, das sind die Fertigkeiten vom Schwert an sich, was wir schon kennen. Dann haben wir noch... das Neue, was dazu gekommen ist mit dem Schwert für die Begleithand, Berufung des Henkers, schlagt euren Gegner mit zerfetzender Wucht, schließt diesen Angriff nach einem erfolgreichen Treffer mit einem Doppelschlag ab. Da haben wir Schaden und Sekundärangriffe. Verwundbarkeit ist auch drauf. Dann haben wir noch prescht schnell, also vorrückender Schlag, prescht schnell auf euren Gegner zu und geht dann mit zum Schattenschritt über, um einen entkräftenden Angriff loszulassen, der eure Feinde zuerst verlangsamt und dann immobilisiert. Haben wir Schaden, Verlangsamung und Immobilisieren drauf. Dann haben wir hier die Fertigkeiten von der Heilfertigkeit bis zur Elite.
die dazugekommen sind. Da wird wahrscheinlich wieder eine dabei sein, die jetzt unten nicht drin ist. Das ist diese hier. Das machen wir dann gleich. Erstmal die Heilfertigkeit. Das Blatt gewendet. Physisch. Schützt euch mit Licht, sodass der nächste Angriff auf euch aufgehoben wird und euch stattdessen heilt. Selbst wenn er tödlich gewesen wäre. Falls ein Effekt Schaden anrichtet, der tödlich wäre, wird der Schaden aufgehoben und ihr werdet stattdessen geheilt. Werden keine Angriffe und kein tödlicher Schaden aufgehoben, so werdet ihr mit dem niedrigsten Wert geheilt. Also Heilung und Heilung durch das Blatt zu wenden. Dann haben wir Blitzkombo, physisch. Begebt euch per Schattenschritt zu eurem Ziel und schlagt mehrfach nach ihm. Wenn alle Angriffe treffen, erhaltet ihr Zugriff auf Erholung. Also Schaden und Erholung ist da drauf. Aufgewühltes Licht hebt Betäubung auf und weicht rückwärts aus, während ihr Gegner blendet und Eile gewinnt. Anschließend erhaltet ihr Zugriff auf rasche Vergeltung. Wirbelndes Licht macht einen raschen Vorstoß und führt einen Wirbelsturmtritt aus, wobei ihr alle hinter euch verbliebenen Gegner schwächt und ihnen Brennen zufügt. Also Schaden, Schwäche und Brennen ist drauf. Als Elite haben wir Hand des Himmels, kracht auf den Boden und schlagt euren anvisierten Gegner nieder. Nicht anvisierte Gegner werden zurückgeschleudert. Also Schaden und maximale Rückschlagdistanz. Und die nicht aufgeführt ist, ist dann diese hier, Fersenkracher. Führt einen schnellen Fersenschlag aus, der euer Ziel betäubt. Der ist jetzt hier nicht mit drin, den könntet ihr ausrüsten. Ich lasse es aber erstmal so, wie es ist. Dann haben wir noch die Zusatzfertigkeiten. Hastige Gerechtigkeit. Tugend stürmt auf euer Ziel los und erhaltet Gerechtigkeit. Dabei teilt ihr einen Schlag aus und verströmt. Willensverdreherflammen. Dann haben wir alles drauf. Macht, brennen. Dann haben wir fließende Entschlossenheit. Entfernt Zustände und erhaltet fließende Entschlossenheit. Stürmt vorwärts und weicht Angriffen aus, während ihr Willensverdreherflammen hinter euch herzieht. Dann haben wir noch krachender Mut. Bewegt euch und ein kleines Stück weit per Schattenschritt, während ihr Segen erhaltet und von eurem Standort aus Willensverdreherflammen verströmt. Erhaltet Mut. So viel dazu. Wir haben im Moment die Kraft, Präzision, Vitalität, Wildheit, also marodierende Fertigkeiten drauf. Und das lassen wir auch erstmal so. Und dann, wir sind natürlich wieder in der Niesewaldküste. Wir haben wieder 3 Beutekisten. Also gehen wir auch 3 Rüstungen durch. Wir können nicht alles testen, aber ich nehme die, wo ich denke, dass es vielleicht am sinnvollsten ist. Aber man kann ja eh nicht alles aufwerten. Hatten wir jetzt ja schon die 2 Klassen davor. Von daher geht's einfach mal los ins Gefecht. Und dann schauen wir einfach mal. Die habe ich jetzt mir noch nicht angeguckt. Die Nekromanten habe ich mir auch nicht angeguckt vorher. Nur die Messmacherin hatte ich mal reingeschaut. Ich bin schneller als ein Centaur. Wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich nicht wieder perfekt hinbekommen. Ich habe zu wenig Energie. Verwundbarkeit. Erholung, Blindheit, Schwäche. Probiert er das gerade auch aus? Ich glaube ja.
Ne, probiert er nicht aus, sonst hätte er ein anderes Zeichen da. So, wir warten nochmal auf einen Kandidaten. Also ich kann es gar nicht einschätzen, weil das eigentlich gar nicht mein Ding ist, so die so nah ran und so. Aber ich wollte euch ja alles zeigen, von daher gehört das auch mit dazu. Steht hier so ein Kollege? Na, hier steht auch keiner. Aber wir haben hier noch Kandidaten. Also. Wir haben... hier... den. Das kam unverhofft. Oh, da war ich gar nicht am... Zeit, echten Schaden Kollegen dran hier. Also ist schon gar nicht mal so schlecht. Weil man muss halt nah ran, was nicht so meins ist. Aber ich versuche mich ganz gut da zu schlagen. Bin schneller als ein Centaur. Bleibt und kämpft! Okay, der fiel dann jetzt aus. Auch gut. Es ist noch nicht vorbei. Brecht davon. Die Legion lebt weiter. Die Gerechtigkeit hat gesiegt. Okay, so viel zu dem Thema mit den marodierenden Werten. Ich gehe mal eben flux hier zum Startpunkt. Dann ziehe ich mir mal eben andere Werte an. Ihr kennt das Prozedere ja bereits. Das habt ihr schon bei den anderen Klassen vorher gesehen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder mit noch einer Runde testen. Weil wir dürfen ja 3 Rüstungen testen. Dann sage ich auf jeden Fall mal bis gleich. So, Dalle, da bin ich wieder zurück. Ich habe jetzt berserkerhafte Werte mit Kraft, Präzision, Wildheit auf meiner Rüstung. Ich kann leider aber nur, was ein bisschen blöd ist, ein Schwert wechseln. Und ich habe ja eigentlich 2. Und ich habe jetzt nur das von der Begleitern, also das, worum es geht, geändert mit den Werten. Weil, ja, ist natürlich ein bisschen doof. So kann ich es halt nicht komplett auf den Werten versuchen. Aber naja, es ist sowieso alles ein bisschen eingeschränkt wegen den Sigillen und den Runen. Von daher alles easy. Und dann gucken wir einfach mal, wie das dann jetzt aussieht. Wirbelndes Licht! Ich muss wahrscheinlich ein bisschen aufpassen mit meiner... Lebensanzeige. Nicht nachlassen. Die Legion lebt. Los, stürmen! Lasst sie Gerechtigkeit spüren. Bleibt und kämpft. Okay. Haben wir hier noch ein paar Kollegen? Hier haben wir auch noch Kollegen. Da müssen sie schon härter zuschlagen. Die Gerechtigkeit hat gesiegt. Bleibt und kämpft! Ist auch nicht schlecht.
Von dem, was ich jetzt so mitgekriegt habe, haben wir hier noch einen Kandidaten. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Ba, 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 ba. Also ich bin immer so, dass ich immer das, wo wir Zustände haben oder irgendwas anderes haben, dass wir das immer auf jeden Fall draufknallen. Über Blindheit. Den können wir auf jeden Fall und den. Trupp zu mir! Spürt die Wut! Ich bin schneller als ein Centaur. Los, stürmen! Da müssen sie schon härter zuschlagen. Zeit, echten Schaden anzurichten. Okay. Initiative ergreifen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, weil jetzt mehrere da waren. Das ist halt je nachdem mal ein bisschen schwierig zwischendurch. Okay, da muss man unheimlich aufpassen, wenn man Berserker fähig, also Werte drauf hat, dass man dann auf jeden Fall wieder so einknickt wie ein Streichholz. Das ist halt nicht so, das ist sowieso nicht so mein Ding. Berserker-Werte sind für mich immer schwierig. Aber es gibt ja auch welche unter euch, die da vielleicht mit klarkommen. Da müsst ihr alles selber rausfinden. Also jeder kommt ja mit anderen Dingen klar. Ich mache die nächsten Rüstungswerte und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. Bis gleich. So, ich bin wieder da. Ich habe jetzt finstere Werte mit Kraft, Präzision, Zustandsschaden. Ich probiere es einfach mal aus, weil wir auch Brennen und Zustände so ein bisschen drauf ballern. Schauen wir einfach mal. Bin da echt nicht gut drin, für Nahkämpfer irgendwas rauszusuchen, ne? Ich habe zwar auch eine Kriegerin, aber mit der mache ich eigentlich gar nichts. Zeit, echten Schaden anzurichten. Spürt die Wut. Das ist schon nice. Das spürt ihr noch tagelang. Stellt euch den Konsequenzen. Ja, sieht schon mal gut aus. Bald brennt das sieht hier. Schon mal nice aus. Okay, dann gucken wir mal, wie es noch mal in dem Pulk. Vielleicht haben wir hier noch was. Warten mal, bis sie hier ankommen. Das wird wehtun. Zeit, echten Schaden anzurichten. Es ist noch nicht vorbei. Umkehrung. Ha!
Oh, Junge, ey. Nahkämpfer sind echt nicht mein Ding. Schon besser. Ich muss halt echt noch, weil ich bin halt einfach so ein wirklich eingespielter Fernkämpfer, das ist halt ultra schwierig da jetzt, weil ich einfach nicht nah genug dran manchmal stehe. So, das hätten wir dann schon mal. Das war jetzt nicht so berauschend. Also war schon gut, aber ich bin halt einfach wahrscheinlich ein bisschen zu doof, den zu spielen, weil ich halt kein Nahkämpfer-Spieler bin. Gut. Ich suche die nächsten Werte raus. Ich glaube, das sind noch die letzten, ne? Jawohl. Das sind die letzten Werte, die wir jetzt testen können. Und dann sind wir einfach mit der Test-Session einfach mal durch. Dann sage ich bis gleich zum letzten Auftakt. So, Dalle. Ich habe die nächsten Werte, und zwar die vipernhaften Werte mit Kraft, Präzision, Zustandsschaden und Fachkenntnis. Dabei ist Kraft- und Zustandsschaden am höchsten. Man könnte natürlich jetzt auch die meuchelnde, das ist quasi so ein bisschen die umgekehrte Version von der Berserker, da sind dann andere Werte höher. Man könnte auch die wütende ausprobieren, man könnte so viele ausprobieren. Ich habe mich jetzt für diese entschieden und dann könnten wir mal losstiefeln. Dann machen wir mal die letzte Amtshandlung. Um zu gucken, wie das denn so ist. Helft mir! Zeit, echten Schaden anzurichten. Spürt die Wut! Bin schneller als ein Centaur. Das ist mal gar nicht so schlecht. Da kommen schon die nächsten Regels an hier. Es ist noch nicht vorbei. Bald brennt hier. Oder mit dem Weiterrennen, das stört mich so. Die Gerechtigkeit hat gesiegt. Zeit, echten Schaden anzurichten. Gut, gut. Wie gesagt, guckt da nicht zu kritisch hin. Ich bin halt einfach nahkampftechnisch echt einfach eine Niete. So richtiger Noob, ey. Ich bin eher so der Fernkampftyp. Und dann, das merkt man auch. Also von daher, guckt da nicht zu viel hin. Also ich finde am spektakulärsten von den dreien wirklich die Mesmerin. Also vom optischen her, die Effekte von den Fertigkeiten, wenn man sie benutzt und so, das ist schon anders, wenn man die anderen zwei dagegen sieht. Erfrischend. Spürt die Wut. Bin schneller als ein Centaur. Zeit, echten Schaden anzurichten. Bleibt und kämpft! Ja, also ich finde auf jeden Fall, der Wächter hat auch was mit der Spezialisierung, aber ja, ich spiele den jetzt auch nicht so häufig, also müsste man gucken. Ich habe doch nicht so die Ahnung von Nahkampf und ich habe so das Beste rausgesucht, was ich so gedacht habe, was vielleicht gut wäre mit Zustandsschaden und so.
Genau. Ja. Das war dann der Wächter, der Willensverdreher und damit sind wir dann am Ende von der Test-Session, von der Beta-Version der Spezialisierung für den Mesmer, den Nekromanten und den Wächter. Im vollen Potenzial, dass wir uns wirklich bis aufs kleinste Detail ausarbeiten und skillen und aufpolieren kann man halt erst, wenn die Vollversion da ist. Das wird Anfang nächsten Jahres sein. Ich bin gespannt, ob wir noch andere Klassen zum Testen bekommen, weil da ist ja noch ein Weilchen hin bis im Februar 2022 und vielleicht dürfen wir das ein oder andere dann noch testen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, gerade auch für den Waldläufer und so, weil es so meine Klasse ist, die ich am häufigsten spiele. Die Nekro spiele ich auch sehr viel, so als am zweitmeisten quasi. Die Mesmerin habe ich jetzt neu für mich entdeckt, weil ich mit der Azura-Mesmerin ganz gut zurechtkomme. Aber das wird nochmal richtig nice mit den Virtuosen. Also von den dreien ist auf jeden Fall der Mesmer mein Favorit. Alleine schon vom Handling her, vom Damage her und vom Optischen her, weil es einfach mega geil aussieht. Auch so die mit den Klingen, mit den mit den Effekten, wenn man die Fertigkeiten benutzt. Also da haben die sich schon da viel mehr Mühe gegeben, wenn man jetzt die drei nebeneinander sieht. Der Nekro hat auch so seine Momente, aber ich würde ihn vielleicht nicht als, dass er sich selbst Schaden zufügt, skillen. Das würde ich vielleicht mischen. Das habe ich jetzt auch. Jetzt könnte man sich auch quasi Schaden zufügen, um zu kämpfen, aber das mache ich jetzt auch nicht und das werde ich da wahrscheinlich auch nicht machen. Aber ich wollte es euch ja so zeigen mit den Fähigkeiten, wie die jetzt dann wären, wenn man das komplett auf dieses umstellt. Und ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar da lassen, welche Spezialisierung oder welche Klasse ihr jetzt vom Zusehen her gesagt habt, Mensch, die gefällt mir richtig gut, auch ob optisch oder ob von den Fertigkeiten her oder sonst wie, könnt ihr mir ja mal unten in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ansonsten lasst gerne ein Däumchen da oder ein Abo, wenn ihr es nicht schon getan habt, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Alles, was mit der Erweiterung zu tun hat, wird natürlich hier auch kommen. Und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer danke für eure Zeit, danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video oder Livestream wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin sage ich auf jeden Fall ciao, macht's gut und in alter Manier, bye bye, ihr Lieben. Bis denn.